trascorrevo dai corsi affanni compenso avrai la tua salute rifiorirà. Die Musik war La Traviata und ich glaube, 100 Bilder würden nicht genügen, um auch nur einen Schatten aller Erinnerungen an Giuseppe Di Stefano festzuhalten. Das glanzvolle Debüt des 25-jährigen Sizilianers 1946 in Reggio Emilia in der Manon von Massenet oder solche unvergessliche Opernabende wie die Wiener Turandot-Premiere 1961 neben Birgit Nilsson und Leontin Preiss als Liu, Aida, Carmen mit der Simonato, kurz eigentlich alle Partien des lyrischen Tenorfachs und des Zwischenfachs. Es war eine meteorhafte, blitzschnelle Weltkarriere. Aber in der Mitte der 60er Jahre, der Tenor war ungefähr 45 Jahre alt, zwang ihn eine stimmliche Entwicklung zu einem Fachwechsel, der beinahe einem Berufswechsel gleichkam. Es wurde immer seltener mit der Oper, es kamen Operetten und es blieben Liederabende. Der Name blieb eine Legende und noch bis zum heutigen Tag ist Giuseppe Di Stefano der erklärte Lieblingstenor der nachfolgenden Tenorgeneration. Wir haben ihn heute zu Gast zu Gesprächen und in seinem jetzigen Repertoire, das sind neapolitanische Lieder und die berühmten Canzonen von Francesco Paolo Tosti. Als erste Non t'amo più, das heißt natürlich, ich liebe dich nicht mehr. Aber wenn Giuseppe Di Stefano es singt, dann heißt es selbstverständlich, ich liebe dich noch immer. Ricordi ancora quel dì che ci incontrammo, le tue promesse le ricordi ancora, folle d'amore. Cor l'unica speranza
bagnato il mio sangue e la mia fe. Stefano, wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mal zu uns gekommen sind. Können wir die Konversation auf Deutsch führen? Gerne. Ah, bravo. Und Meister Roberto Negri von Milano, Deutsch, Tedesco? No, no. Herr Stefano, wir würden gerne wissen, wie Sie heute leben. Sie wohnen wo jetzt? Jetzt, ich wohne natürlich in Mailand. Ja. Ich habe ein Studio, eine Wohnung in Mailand. Meine Mutter wohnt auch in Mailand. Aber meine Villa ist in Santa Maria Hohe, meine Residenz. Nein, das ist doch ein Lied, Hohe? Nein? No, kein Lied. Santa Maria Hohe ist der Name von diesem Dorf. Das ist bei zwischen Como und Lecco. Ja. Schöne Platz. Gibt es noch Sanremo auch, die Villa? Sanremo, mein Sohn lebt in Sanremo. Sohn macht was? Mein Sohn hat Geschäft, Laden. Wofür? Sportladen. Er liebt Sanremo. Ja. Er ist heiratet, zwei Kinder. Und er ist in Sanremo mit dieser Sportware. Auch Waffe. Und Ihre Tochter? Meine Tochter arbeitet, sie hat einen modernen Beruf, sie ist Public Relation. Wir wissen ja von der großen Tragödie, die Sie in Ihrer Familie gehabt haben durch den Verlust einer Tochter. Sie arbeiten ja sehr viel. Ich höre, Sie haben im August 86 haben Sie, glaube ich, 8 Otto-Konzerte, haben Sie 8 Konzerte gehabt. Und wenn Sie nicht arbeiten, was machen Sie? Ich arbeite viel. Ist enorm, aber wenn ich arbeite nicht, ich bin so zufrieden, glücklich, ja? In Santa Maria Hohe. Und was machen Sie dann? Santa Maria Hohe, Sie müssen wissen, das ist auf dem Lande, ja? Auf den Bergen. Eine schöne Aufstellung. So, ich gucke, ich habe Ruhe, ich suche Ruhe. Ich habe so viel gearbeitet, so viel gesehen in dieser Welt, so viel Erfahrung, so viel, dass jetzt meine beste Zeit ist zu gucken. Zu denken dabei? Nein, no, nicht zu denken. Zu denken ist zu viel Arbeit. Jetzt nur zu gucken, die Sonne von früh im Morgen bis Nachmittag in Tramonto, Sunset. Sonnenuntergang. Ja, ja. Dankem hat ja jetzt groß im Juli 1986, dem Anniversario, den 65. Geburtstag gefeiert. Wo haben Sie gefeiert, in Natalizio Dolce? Ich hatte 2-4 Tage frei. So, ich habe meine Tochter geladen und meinen Sohn. Wir waren zusammen in Santa Maria. Oe. Und in Afrika, habe ich gehört, nicht? Afrika, ich gehe in... Ich bin eingeladen von einem Kollegen. Ein Kollege, er ist ein Tenor. Tenor Rivale, no. Rivale? No. Das ist ein sehr beschäftiger Mann, sehr reich, sehr Erfolg, großer Erfolg im Geschäft, in Moden. Und er liebt Stefano. So, das erste Mal ich war in diesem Hotel und er hat mich kennengelernt. Ah, die Stefano, du musst. Bravo. Ja, die Jahre zweimal. Du bist immer eingeladen. Bravo. Hier. Maestro Negri, wir wollen noch ein schönes napoletanisches Lied. Was gibt es hier? Che cosa abbiamo? Facciamo autunno. Da. Autunno. Herbst von De Curtis. De Curtis. Herbst, richtige Saison.
sei l'autunno che me mantiene sta malinconia, o che io vazze Darf ich sagen, Pippo? Natürlich, Marcello. Das ist ein wunderbares Lied. Ja, der Curtis. Der Komponist erinnert sich an die Curtis? Ich habe den Curtis kennengelernt in New York. Ein großer Komponist. Beniamino Gigli hat viele Lieder kreiert von ihm. Ja. Er hat ihn begleitet. Er war, er war der Roberto Negri von, ja, von Gigli. Ja. Weißt du, in der... Ich mache viele Konzerte und ich habe nicht gern zu singen, Cor Ingrato, immer dasselbe. Ich habe das gesungen für 40 Jahre. Für, so, ich suche Lieder, Canzoni, schön, sehr schön, das Publikum liebt, aber nicht so bekannt, nicht so wie Torna Surriento oder diese Sache. So, in meinem Konzert, ich singe Tosti und diese sehr schöne Melodie. Von der Curtis. Aber, du hast vorhin etwas gesagt und während dieses Liedes habe ich ein bisschen nachgedacht. Du hast gesagt, bei dem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang liegst du in Santa Maria, wie heißt Santa Maria? Santa Maria Oe. Und si. Schaust du auf die Sonne und denkst gar nichts. Aber vielleicht manchmal erinnerst du dich an schöne Sachen, die du erlebt hast. Ich habe auch gesagt, ich habe viel erlebt, viele große Leute kennengelernt und arbeitet mit. Zum Beispiel Toscanini, zum Beispiel Guarnieri, nur zu sagen die italienische, die Kapellmeister. Ich habe kennengelernt Giordano, der Komponist.
wenn ich war sehr jung. So ich, ich gucke und ich sehe auch mein Leben im Film, nur wie in einem Kino. Ich sehe alles, aber ich denke nicht. Ich sehe und ich lebe noch, wenn möglich, wieder mein Leben. Und wenn du das ganze Leben wieder noch einmal leben könntest, Verresse las dieser Große, würdest du etwas ändern oder das immer das Gleiche machen, was du gemacht hast? Ich glaube in Schicksal. So was passiert zu mir, ich glaube, da was war geschrieben in einem großen Buch. Schicksal. Glaubst du an Vorbestimmung? Ja. Glaubst du dran? Ich glaube. Ich bin, ich habe gesagt, ein bisschen, ich bin von der Süd, no? Catania. Ja. So, ich bin orientalisch ein bisschen. Arabisch. Arabisch. Arabische Blut in Andalusien Adern. Ja. Sie, ja. Das ist von Verga, der Dichter von... Von Cavalleria Rusticana. Cavalleria Rusticana, di Malavoglia, einer von den großen realistischen, modernen italienischen Dichter. Sizilianische Volksdichter. Ja. So, steht diese in sein Buch, die Malavoglia, arabische Blut in Andalusien Adern. So, ich bin von der Süd, und warum wegen das? Ich liebe die Sonne, aber ich liebe auch Wind. Ich bin so zufrieden, ich war so zufrieden, ich bin jetzt zufrieden, in Wien zu sein. Das ist nicht ein Kompliment. Von Verdi hat auch gesagt, dass es gibt nicht eine, die größte Theater in der Welt. Aber wenn es muss etwas, eine neue Oper, es würde Vienna liebt. Ja? Und jetzt sage mir, ich möchte von dir ein Lied hören, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Es ist furchtbar rasch und es dreht sich um ein Mädchen, das hat einen Soldaten geliebt, wird und betrügt einen Soldaten und geht durch mit den Leuten an. Well, diese, wie heißt das? Nach dieser Melodie, ja. Diese schöne Melodie, ich habe gesungen, Tosti und was ist die andere? De Curtis. Ich will singen eine kleine neapolitane Lieder, sehr peppante. So wie la donna immobile. So wie la donna immobile. Das ist die Geschichte von einem Soldat. Was passiert in dieser schönen Nacht? See? Y se me esconde aquí de que la cera, senza la niebla que la manechera, oreja brucha que de navasera, y se me esconde aquí de que la cera, cuando vaya sota bandera, la rosina espanteja. Weißt du, Pippo, eigentlich doch eine falsche Interpretation. Interpretation ist variato, dieser arme Soldat, quel povero soldato, verliert er das Mädchen und machst du Spaß darüber, ist doch variato. Hey, manchmal, der Mann ist zufrieden, die zu verlieren.
Sage mir, Pippo, ich erinnere mich, ich glaube, es war 1974. Ich war in Carnegie Hall in New York. Das war ein Tag, wo der große Impresario Jura gestorben ist. Und du hast ein Konzert gegeben, gemeinsam mit Maria Callas. Das war die letzte Tournee, die die Callas im Leben überhaupt gesungen hat, nicht wahr? Ultima Tour della Callas? Ja, das war die erste und letzte Tournee mit Klavier. Ja, und ohne wo seid Orchester. Ihr gewesen überall? Wo? Wir haben angefangen in Hamburg. Wegen das, ich spreche Hochdeutsch von Hamburg. Und dann die ganze Deutschland, Frankreich, Paris, Madrid. In 73 und 74, wir waren in Amerika, Anfang von 74 in der Frühling, eine große Tournee in Amerika und in Herbst, wir waren in Korea und Japan. Da. Und wie war sie bei der Tour? Hat sie gefühlt, dass sie nicht mehr ganz non è più la Callas di una volta? Hatte sie die Probleme, die Probleme, hat sie das gefühlt? Ich habe nicht gesehen Callas für 10 Jahre. Ich hätte nicht gesehen. Von 62 bis 72. Und plötzlich, ich war in New York und ich habe die Callas getroffen. Seren, durch das Baritono Sereni. Er hat angerufen, Maria, Pippo ist da. So, sie hat mich angerufen. In 18 Jahren hatte viele Sachen zu erzählen. Aber die ersten Worte, sie hat mir gesagt, dass sie war unzufrieden. Sie war fast fertig, sie war mit Leben. Ne? Mit den Nerven. Nerven. Und warum? Jeden Tag ein Tag weniger zu leben. Also eine Art, so ein Wunsch zu sterben schon, nicht ja. So, meine Natur ist zu... zufrieden sei, Optimist. Sei Maria, warum bleiben in einem Museum? Warum du singst nicht wieder? Aber ich kann nicht, ich habe keine Stimme. Nein. Ich habe einen Vertrag von Korea. Ich habe mich gefragt, ich habe viel gesungen in Korea, viele Konzerte. Aber sie haben mich gefragt, nächste Jahre zurückgehen mit deinem Soprano. $10.000 für Callas. 6 für Tebaldi, 4 für Anamofo. Und wie viel für die Stefano? Gentili signori e signore, chiuderemo questa bellissima puntata di Opernführer con un'altra melodia del maestro De Curtis. Ti voglio tanto bene. Ich liebe dich. Stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu sul mio cammino, tu m'accarezzi e segui il mio destino, tu sei la vita, la felicità. Sempre sei tu, cara, ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più cara di me. Cara, sei tu il mio grande amore,
del mio cuore sei solo tu. Yeah.